Ich habe auf diesem Kanal schon zwei Videos dazu abgelegt, wie ich streame. Eines der grundsätzlichen Probleme, mit dem ich mich seit Jahren herumschlage, ist, wie es gut gelingt, wie man wissenschaftliche Vorträge und Vorlesungen auf der einen Seite im Hinblick auf die Performance festhält und zum anderen wesentliche Informationen aus den Vorträgen, also das heißt die Präsentation meist oder die Slides, so in einem Fenster präsentiert, dass weder das eine noch das andere zu kurz kommt. Jetzt ist es so, dass wir Präsentationsformate üblicherweise im PDF hinterlegen. Das heißt, entweder kann man sie von einer Website oder aus einer Cloud direkt beziehen und neben einem Vortrag oder einer Vorlesung rezipieren. Die meisten tun das auch. Und das heißt, man kann in dem Video selbst nur noch Präsentationsanker verwenden und dafür aber das primär setzen, was man sonst üblicherweise nur in einem Briefkartenformat sieht, was ich persönlich sehr schade finde. Deswegen habe ich hier ein neues Design, ein neues Layout, was ich gerne ausprobieren möchte. Das Ganze funktioniert auch hier nach wie vor in OBS, also der Open Broadcasting Software. Und hinterlegt sind zwei halbtransparente Layer, nämlich einmal hier für den Bereich der Logos, Dresden Konzept und Technische Universität Dresden. Der zweite hier für den Titel oder die Art der Veranstaltung. Und ganz am Fuß eine Urheberrechtsangabe mit einer Creative Commons Lizenz. Der Vorteil dieses Präsentationsformates ist, dass ich mit einer 16 zu 9 Kamera mich frei bewegen kann und nie bestimmte Inhalte des Hintergrundes verdeckt sind, das heißt des Kamerabildes. Zum anderen aber, dass ich eine Präsentation einbinden kann, die dann als Anker fungiert für die eigentliche Informationsvermittlung. Das heißt, an dieser Folie können Sie, also auch wenn es schwierig ist, diese zu lesen, aber an dieser Folie können Sie erkennen, in welchem Bereich wir uns bewegen, entweder einer Vorlesung oder eines Vortrags. Und es ist gleichsam möglich, das werden Sie auch sehen, dass man in dem Bereich sich dann vor und zurück bewegt. Mit etwas Mühe kann man etwas lesen. Der Ausschnitt der Folie dürfte ungefähr bei 450 mal 300 Punkten liegen. Das ist nicht sehr groß, es reicht zur Orientierung, aber ich hoffe, dass das in der Vorlesung oder bei Vorträgen funktioniert. Und ich schalte es nochmal um auf den Screen. Und Sie sehen, ich kann mich jetzt hier frei bewegen, ohne dass ich mich da einschränken muss oder darauf achten muss, ob ich im Bild bin oder nicht. Das ist in so einem kleinen Videofenster sehr viel schwieriger. Ich bin gespannt, wie es angenommen wird. Ich werde jetzt den einen oder anderen Testlauf wagen. Bitte sparen Sie nicht mit Kritik und Wünschen, Anregungen und Feedback, gerne auch positiven. Es würde mich sehr freuen. Und wenn es andere Lösungen, andere Vorschläge gibt, bin ich gern offen, wie man so etwas besser und noch adäquater gestalten kann. Ich werde jetzt aber erstmal damit in die nächsten Vorlesungen und Vorträge gehen. Haben Sie vielen Dank und auf bald.